Habt ihr schon mal selber Brot gebacken? Wenn nicht, dann solltet ihr dieses Rezept unbedingt ausprobieren. Und wie ihr das Brot ganz einfach backen könnt, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und wenn euch das Video gefällt, ein Like dazulassen. Wir brauchen nur ganz wenige Zutaten für dieses Rezept. Wir brauchen 5 Gramm frische Hefe. Und darauf gebe ich jetzt 370 Milliliter warmes Wasser. Ich löse die Hefe ein bisschen auf. Hier habe ich 500 Gramm Weizenmehl, 550. Welche Mehlsorten ihr sonst noch benutzen könnt, das schreibe ich euch in die Infobox. Auf mein Mehl gebe ich jetzt einen Teelöffel Salz. Und das erstmal ein bisschen unterheben. Jetzt geben wir das Ganze mit einem Schwung auf das Wasser. Und mit einem Löffel verrühren. Das war's auch schon. Das Ganze decke ich mit Frischhaltefolie ab, weil der Teig soll uns nicht austrocknen. Ich lasse den Teig jetzt 1-2 Stunden bei Raumtemperatur stehen und anschließend stelle ich das über Nacht in den Kühlschrank. Wer keine Zeit hat, den Teig über Nacht gehen zu lassen, sollte ihn aber mindestens 6 Stunden ruhen lassen. Mein Teig ist jetzt über Nacht schön aufgegangen. Wir brauchen ordentlich Mehl und kippen den Teig einfach darauf. Und obendrauf kommt auch Mehl. Und jetzt falten wir den Teig. Und jetzt dehnen wir den Teig mal auseinander. Und ich roll den Teig hier so ein bisschen zusammen und ziehe den noch einmal auseinander. Und noch einmal zusammenrollen. Jetzt forme ich mir hier einfach eine Kugel. Noch mal ein bisschen Mehl oben drauf. Dann nehmen wir unsere Schüssel wieder und legen ein sauberes Geschirrtuch rein. Da kommt dann ordentlich Mehl drauf. Und da lege ich dann den Teig rein. Dann decken wir das Ganze ab. Und stellen das nochmal für 2 Stunden zur Seite. Und die 2 Stunden sind jetzt fast rum. Der Teig ist jetzt nochmal schön aufgegangen. Ich decke den jetzt aber nochmal ab und stelle den zur Seite, weil wir jetzt unseren Topf brauchen. Ihr braucht einen feuerfesten Topf. Am besten nehmt ihr so eine Kokotte, die hat einen Durchmesser von 24 cm. Ihr könnt aber auch einen Edelstahltopf nehmen. Da gibt es einen ganz kleinen Unterschied. Das schreibe ich euch aber in die Infobox. Ich heize den Ofen jetzt samt Topf vor auf höchster Stufe. Und wenn der Ofen richtig vorgeheizt ist, legen wir den Teig rein. Mein Topf ist jetzt ganz heiß. Ich drehe die Backofentemperatur jetzt auf 230 Grad runter. Ich streue ein kleines bisschen Mehl auf den Boden. So ein bisschen reicht. Und jetzt holen wir unseren Teig raus. So. Und den Teig lege ich jetzt hier rein. Ich schneide das einmal ein. Deckel drauf. Jetzt backe ich das Brot für 35 Minuten bei 230 Grad Ober-Unterhitze. Nach den 35 Minuten nehmen wir einfach den Deckel runter. Boah, das Brot sieht super aus. Wieder reinschieben und 15 Minuten zu Ende backen. Die Temperatur bleibt gleich. Das Brot ist fertig. Schaut euch das an, das ist mega geworden. Schaut euch das Brot an. Und jetzt hört mal hin. Ist
das nicht ein wunderschönes Brot? Wirklich richtig knusprig. Und das schauen wir uns gleich von innen an. Wie ich versprochen habe, das Brot ist super geworden. Leichter könnt ihr wirklich kein Brot backen. Aber jetzt wird erstmal angeschnitten. Schaut euch das mal an. Habe ich euch zu viel versprochen? Das ist wirklich das leichteste Brot, das man backen kann. Das Brot ist wirklich sowas von zart und lecker und saftig. Probiert es aus, ihr werdet begeistert sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mein Video liked. Wie ihr dazu frische Butter oder Frischkäse herstellen könnt, das könnt ihr in meinen anderen Videos sehen. Schaut euch doch einfach mal meine Playlist an.